Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Einblick in die Battlefield 4 Beta. Ich habe mir gedacht, da ich jetzt schon mal wieder so zeitig vor der Uni aus habe, das ist wirklich immer sehr, sehr angenehm, da kann ich natürlich nun mal kurz einen Einblick in die Battlefield 4 Beta zeigen. Ja, es ist natürlich wieder ein bisschen anders geworden, als natürlich Battlefield 3 ist von der Steuerung, von der HUD oder HUD oder wie man es immer nennen mag, also User Interface allgemein. Und ja, man sieht ja schon die Karte, das ist jetzt Siege of Shanghai. Das finde ich ganz cool, dass man die Karte jetzt so im kompletten Übersicht über den ganzen Bildschirm hat. Und ja, das ist ein stinknormal Conquest. Hier gibt es, glaube ich, 4 Modi, wenn ich mich das recht entsinne, auf dieser einen Karte hier. Hier gibt es natürlich viele coole Sachen zu entdecken. Und man hat am Anfang natürlich ein Loadout. Das könnte man customizen. Könnte man, aber man hat nicht viel Möglichkeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Customize Weapon geht, dann hat man... Ja. Sieht scheiße aus. Sieht scheiße aus. Nein, will ich ja gar nicht. Ich will Cobra haben. Ja, und nur so ein Rotz. Laserpointer will ich aber nicht. Ich hasse Laserpointer irgendwie. Ja. Dann wäre das das eine. Dann hat man natürlich hier noch das Loadout, die P226, den M320. Oder werde ich mal, nehme ich. No Gadget, First Aid Pack und den. Ja, genau. Aus dem einfachen Grund, ich habe bei Battlefield 3 immer das Gadget 1 auf, also die Medipack auf der 3 und hier war es auf der 4. Das heißt, ich bin total durcheinander gekommen. Ich hätte eine Scheißrunde gespielt vorne. Es war zum Kotzen, ja. Nein. Ja, das sind halt immer so die coolen Sachen, die man machen kann. Man hat jetzt ja natürlich auch mehr Möglichkeiten. Vorher konnte man ja nur auswählen zwischen M320 und Medipack. Und ja, also gibt es schon coole Sachen. So, jetzt können wir deployen. Wir können entweder beim Start, das kann man hier durchklicken, alles auswählen. Wir haben ja schon ziemlich alles. Na gut, bis auf C, da spawnen wir mal kurz. Und schauen mal, was wir hier machen können. Es kann natürlich sein, dass ich mich hier anstelle wie das erste Auto. Sag ich ja. Ja, und ab jetzt kann es passieren, dass geschnitten wird, aber ich hoffe mal, dass ich jetzt hier noch spawnen kann. Dauert übrigens hier immer 10 Sekunden bis zum Spawn. Ja, time to deploy. Ta-ta-ta-ta. Und deploy. Wir haben es immer noch. Jetzt bin ich hier, dann bin ich jetzt eben hier drüben. Ja, dann ist das eben so. Noch einer? Ich brauche Medipack. Ein Medkit. Ich will mal nachladen. Aber die scheinen jetzt ja gerade erst mal angerannt. Jo, das war ein Hitmarker. Jo, give me first aid. Oder hat er schon? Wie fliegen die denn eigentlich? Ich fand es ja gerade schon ein bisschen komisch immer. Ja, wir haben jetzt 3 Medikits. Wozu brauchen wir jetzt 3 Medikits? So ein Beppo. Hier ist übrigens der schöne Fahrstuhl. Das spawnen wir gleich nochmal da. Das macht nämlich Spaß. Da muss man auf den Fahrstuhl aufpassen. Ich wusste ja gerade gar nicht, wo der ist. So, jetzt weiß ich, wo der Fahrstuhl ist. Dann können wir mal den Fahrstuhl rapen und nach unten fahren. Weil das soll ganz gut sein. Jetzt muss ich natürlich aber auch aufpassen. Ich weiß ja nicht, ob die anderen jetzt schon das mit dem Fahrstuhl geklärt haben. Das sieht man hier natürlich wenig gerade. Hallo, Fahrstuhl fahren. Elevator. Ja. Fahrstuhl fahren. Yay, unglaublich. Unglaublich. Oh, wir sind schon da. Das ging auch schnell, ja. Oh. Das klingt ja gerade nicht ganz so gut hier in der Nähe, aber wir haben eigentlich einen Tank da. Was macht denn unser Tank hier? Ist der Deko, der Tank? Na Tank, bist du Deko? Deko? Das sieht ganz schön aus hier mit dieser schönen Skulptur. Scheiß Skulptur, ey. Braucht keiner. Hör mal, ja. Hopp, und? Hat aber irgendwie nicht geplaust, ne? Scheiße. Klassisch. Ja, man rennt gefühlsmäßig übelst langsam.
Deswegen sieht es mal ein bisschen komisch aus hier. Also für mich zumindest ist... Man wird vielleicht schon genauso schnell rennen wie bei BF3, aber gefühlt ist es halt anders. Da hinten ist ja jemand. Ach ja, nee. Hä, wo sind denn die? Die müssten ja gleich hier ankommen, ne? Ah, oh, komm mal ran, ey. Verdammt, ich habe ihn verzogen. Oh Gott, habe ich eigentlich. Ein Messer müsste ich ja eigentlich auch mit haben. Da hätte ich ihn messern können. Schade. Naja, beim nächsten Mal. Aber gut, dass sie da unten unter der Brücke hocken. Da weiß ich das jetzt. Da kann ich schon mal unter die Brücke gehen. Und wir können ja auch mal eine Runde fliegen hier, ne? Aber jetzt halt nicht normal, sondern... Space Parachute. Drehen wir es noch ein bisschen? Ja, in die Richtung möchte ich gern fliegen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, hallo. Ein Panzer. Ja. Medikit, dankeschön. Ach nee. Da drüben sind nämlich noch welche. Ach, die hocken dort. Verdammt. Das hätten wir natürlich eher einfallen können. Aber wir sind auch mal eine Runde geflogen. Yay. Na, das bauen wir wieder oben und nehmen mal den Fahrstuhl. Weil den können wir jetzt mal verteidigen. Ich bin mal jetzt dabei, C zu verteidigen. Macht Spaß. Wie sieht das eigentlich hier aus? 3 zu 4. Das geht ja noch. Wieso spawnt man direkt neben einem Havoc? Und... Oh, jetzt schießen wir einen raus hier. Los. Oder kann man den ja nie rausschießen? Okay, also wir müssen mal schauen. Das wäre jetzt... das wird gerade eingenommen. Verdammt, ich kann nicht mehr... Genau, ich kann nicht mehr spawnen, deswegen steht hier Deploy Point Lost. Wir könnten aber mal Richtung D gehen. Da ist gerade noch so ein Panzer. Ich begrüße Sie. Ups, weg hier. Tschüsseli. See you tomorrow. Ist das eigentlich unser Panzer hier, oder? Nein. Nein, 4. Die 4. Puff. Ja, Vehicle destroyed. Ah, das macht doch Spaß. Das macht doch Spaß. Und hier kriegt man auch ein paar Punktechen für. So. Oh, wir verlieren hier gerade alles. Und ich bin Last Man im Squad. Oh, ein Bekleidungsladen. Hey, ich will... Junge, ich will in den scheiß Bekleidungsladen rein hier. Du Wichser. Ja, tanz hier, tanz rum. Ich schlitz dir den Bauch auf. Man kann viele coole Sachen hier machen, außer kämpfen. Zum Beispiel noch in den Bekleidungsladen reingehen. Los, hier geht's rein. Yay! Und wer möchte was kaufen? Möchtest du was kaufen? Nein, möchte niemand was kaufen. Objective Bravo is ours. Und irgendwo rotzen die gerade hier rum. Dann. Das war natürlich gar nichts. Das war gar nichts. Genau deswegen. Aber der hat mich übelst lange nicht gesehen. Ich hätte mal ordentlich treffen können. Ja, gehen wir mal kurz zum Einsatz. Da war ich, glaube ich, da gar nicht. Und machen mal ja weiter. Kann nicht sein. Oh, unglaublich. Wieso nur? Wieso? Ah, das ist immer so langsam. Ein Fahrzeug ist hier nirgendwo. Ach, ich bin zu spät. Oh, 60 km/h. Unkaputtbar? Nee, also jetzt hört's auf hier. Jetzt hört's auf. So. Irgendwie verkacken wir gerade irgendwie. Irgendwie. Habe ich schon irgendwie gesagt? Nein? Nein? Habe ich nicht? Was? Nein? Was? Unglaublich. Unglaublich. Ist jetzt eigentlich unsere, oder? Das ist gar niemand. So, ich werfe mal hier ein Medkit. So, Enemy killed. Ich gehe mal lieber hier in die Deckung. Weil ich sehe gerade keinen, oder? Jetzt kommt der Panzer, jetzt kann ich mal ein bisschen hier vor und da hinten.
Ach, Granate. Fahr nicht rein. Ey, ich hab einen Baum gefällt. Das wollte ich schon mal tun. Objective A. So, brauche ich Medkit? Ich brauche mal Reload hier. Hallo. Hallo. Gehen mal einmal hoch. Ich hoffe mal, dass sie mich jetzt hier nicht oben kalt erwischen. Au, 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 au. Boah, das sieht da ganz gut aus, ja. Und hier kriegt man, wie gesagt, mehr Punkte als sonst, so wie es aussieht. Also so anteilig, nicht komplett immer, sondern anteilig halt nur. Oh, hier kommt kleiner. Da auf der linken Seite. So, ich habe Objective Alpha eingenommen und hier kann man, wie gesagt, überall lang gehen. So, liebe Kinder. Was? Autsch, verdammt, das hätte ich auch wissen können. What? Ah, da hat es doch einer hochgeschafft. Ich weiß ja nicht, kann man eigentlich schon ein Defi irgendwo? Mal schauen, hat man schon ein Defi, Defi. Nope. 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 Dann eben nicht. Kid Progression, also man kann, ach, Next Unlock bei 11.000 DFI. Na dann müssen wir mal wieder ein bisschen was zurückerobern. A zum Beispiel, kann ich bei dem spawnen? Nein. Achso, beim Lieutenant Smash kann ich nicht spawnen, weil der wahrscheinlich im Panzer schon voll ist. Doch, das kann ich bei dem spawnen, dankeschön. Take the medkit. Ja. Du Bimbo. Nee, da geben wir mal nicht schlank. Ich hoffe mal, dass mich jetzt hier keiner erwischt. Okay. Du kannst jetzt hier runtergehen. Will ich aber gar nicht. Ah, jetzt.